glücklicherweise das Glück gehabt, nach 3 Jahren Suche haben meine Frau und ich ein Haus gefunden und gehören jetzt zu den zu der Gruppe der aussätzigen Häusle, Renovierbauleute. Und ich wünsche es keinem, es ist irgendwie ein Luxusproblem, aber es ist trotzdem irgendwie lästig. In Mannheim? Oder? So ein bisschen weitere Umgebung und haben auf jeden Fall genug zu tun schon, weil es gibt so viele Sachen, die man zum ersten Mal gemacht hat. Man kriegt so viele unnötige Tipps von Freunden, aber es ist doch immer wieder schön. Also das Lustige ist, wenn ich mit anderen Leuten schreibe, die versuchen für mich zu texten, abgesehen natürlich, dass jeder versucht, mir einen Hit unterzujubeln, was immer sehr lustig ist, ist einfach klar, du kannst bestimmte Sachen durch eine andere Person nicht ausdrücken. Das heißt, du musst dich irgendwie in austauschen ein Stück weit und musst irgendwas finden, was du gemeinsam nachvollziehen kannst. Sonst merkst du sofort, es wird unwirklich, es wird unsingbar und von daher hat relativ viel von dem, was stattfindet, auch sehr nah mit mir zu tun. Ich glaube, so den einen Klassiker, den hatte ich ja bis jetzt eigentlich noch nie. Ich wollte ja lang mal ein Duett mit Ziel machen, dann kam die große Heidi Klum-Zeit, die mich so ein bisschen enttäuscht hat, weil ich inzwischen von Ziel so viel weiß, dass es total entmystifiziert ist. Das finde ich sehr, sehr schade. Habe sein neues Album gehört, muss sagen, ist gar nicht mal so schlecht. Und von daher finde ich das immer noch eine ganz nette Idee, nicht zwingend. Also ich bin bei der Geschichte, gehe ich immer so ran, wenn sich was Schönes ergibt an Songmaterial, dann versuche ich das irgendwie umzusetzen und wenn nicht, dann mache ich meine eigene Sache. Also ich glaube von Boon auf dem falschen Konzert, weil doch mit Deutschrock auf einem englischen Punk-Gig bis kleiner Sturz vor 70.000 war alles schon dabei und ich klopfe auf alles Holz, was ich hier finde, dass es genauso weitergeht. An dieser Stelle Stille. nach wie vor nicht ganz abgeschrieben. Ich glaube, wenn so langsam die 4 ansteht, alterstechnisch, gibt es bestimmt eine Grenze, wo man irgendwann einfach sagt, so alte Eltern möchte ich einfach gar nicht sein, so opamäßig im Kindergarten. Ach, sie sind gar nicht, sie sind der Vater, ach so, das hat man jetzt gar nicht gesehen. Ich glaube, so weit muss es nicht gehen, ansonsten ist es nach wie vor was wir einfach dem Zufall überlassen. Ich glaube, das ist sehr gut so. Ja, je nach Jahreszeiten bezogen, also ich glaube, im Sommer möglichst viel draußen, mit möglichst vielen Leuten um sich herum, die man gut kennt. Und ich bin Grillfan, klar, Bekennende, habe damit auch relativ viel Zeit im Sommer verbracht, was immer eine gute Gelegenheit ist, Leute einzuladen. Und dann letztendlich ein klassischer Sonntagsausspanntag mit Nichts-Tu-Faktor. Finde ich sehr, sehr entspannt. Und ja gut, jetzt der Winter vor dem heimischen Kamin. Schauen wir mal, ob das funktioniert oder nicht, weil noch haben wir keinen.